Es gibt viele Orte in unserer Region, die Geschichte geschrieben haben. Zu einem dieser Orte haben wir uns nun auf die Socken gemacht. Ja, wir sind hier an einem Ort in Herbesthal, der Geschichte atmet. Und ich treffe hier Dr. Herbert Ruhland. Er ist der ehemalige Leiter von Grenzgeschichte der DG. Was hat es mit diesem Ort und vor allen Dingen, was hat es mit diesem Denkmal auf sich? Ja, dieses Denkmal erinnert an die jüdischen Kindertransporte nach Belgien. 1938, 39, also genau 80 Jahre her. Mir war bekannt, dass es Kindertransporte nach England gegeben hat. Ich habe auch schon mal eine Frau getroffen, die auf der Isle of Wight lebte, die hier rübergekommen ist Richtung England. Dass es Kindertransporte direkt nach Belgien gegeben hat, war mir völlig neu. Anfang letzten Jahres, also 2018, haben sich bei mir und bei der Gemeinde hier in Lonzen die Jaffner aus Köln, das ist eine Initiative, die sich mit der Geschichte eines ehemaligen jüdischen Gymnasiums in Köln beschäftigt. Und dem Direktor ist es gelungen, 1938 nach der Reichspogromnacht sehr, sehr viele von seinen Kindern nach England zu kriegen. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Und die hatten geforscht und sind dann darauf gekommen, halt, was gibt's denn da alles für Unterlagen? Da sind ja auch Transporte nach Belgien gegangen. Und dann haben die sich an uns gewendet, weil sie haben dann mitbekommen, alle diese Transporte kamen hier über diesen Ort Herbesthal. Doch so ganz reibungslos ging auch hier die Hilfsaktion nicht über die politische Bühne. Nun hat es mal einen Knick in der Geschichte gegeben, dass Belgien bei einem Transport gesagt hat, nein, das wollen wir nicht. Ja, der Knick, also das ist eigentlich so das auslösende Ereignis. Also Sie müssten sich ja vorstellen, das war ja nicht so, als wenn die Kinder einfach in die Züge gesetzt werden wurden und konnten dann nach Belgien fahren. Das ist alles hochoffiziell gelaufen. Und ich nehme auch an, dass da die SS, das Reichssicherheitshauptamt, die Finger im Spiel hatte. Da wurden Listen gemacht und dann konnten die Kinder raus. Und im Januar 1939 kommt hier ein Zug an mit etwa 70 jüdischen Kindern. Der steht hier 5 Tage auf den Gleisen rum. Wir haben immer gedacht, der ist noch nicht mal beheizt gewesen und so weiter. Das stimmt aber nicht. Und das haben wir auch hier in der damaligen Presse finden können und dass dann ein Riesenprotest in der Bevölkerung war. Und das hat dann dazu geführt, was uns aber unbekannt war, dass der belgische Justizminister Folien gestattet hat, dass 1000 jüdische Kinder offiziell nach Belgien einreisen durften. Das war das auslösende Ereignis. Damit war die Odyssee der jüdischen Kinder noch nicht beendet. Aber sie durften natürlich nicht die ganze Zeit hier bleiben, denn irgendwann kamen die Deutschen ja auch nach Belgien rein. Das war dann das Übliche, also das war natürlich erstmal in Sicherheit. Und ein Großteil hat aber auch überlebt von diesen Kindern, weil es gibt kein Land in Westeuropa, wo so viele Juden von der Bevölkerung, das ist aus den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, wo die Deutschen ja hier in dem Land wirklich Tabula Rasa gemacht haben und verbrannte Erde hinterlassen haben. Man wollte dem Besatzer schaden, man war nicht so unbedingt judenfreundlich, aber alles, was dem Besatzer schadete, war gut für Belgien. Und so hat man fast die Hälfte der Juden, die sich in Belgien aufhielten, versteckt. Und dabei auch sehr, sehr viele Kinder in Heimen, in Familien, in Klöstern, an allen möglichen Orten. Und und sehr viele haben überlebt und heute haben wir noch 7 Zeitzeugen. Waren die Zeitzeugen mal hier vor Ort? Ja, wir hatten den Henri Royon, der war in der Schule in Eupen und wir haben ja nicht nur dieses Denkmal hier von Sebastian Schmidt am 27. Januar am Holocaust-Gedenktag eröffnet, sondern wir hatten auch eine Ausstellung mit Arbeiten von Schülern aus Eupen und aus Herbesthal hier. Das waren und aus Herbesthal und aus Eupen Medienbeiträge und Bilder. Und in den Medienbeiträgen sind auch Ausschnitte von den Interviews mit Henri Royon, der genau beschreibt, wie er mit dem Zug von Österreich hier hinkommt nach Herbesthal. Wer heute nach Herbesthal kommt, ahnt nicht, dass dieser Bahnhof bereits im Ersten Weltkrieg eine große Rolle spielte. In Herbesthal wird aber nicht nur an die
jüdischen Kinder erinnert, sondern eine Rolle spielen auch die beiden Waggons hier. Ja, hier liegt ja sozusagen die Geschichte auf der Straße. Hier ist an jeder Ecke und was passiert, könnte man einen endlosen Film drüber drehen. Ja, die beiden Waggons sind aber tatsächlich nicht im Zusammenhang mit dem Denkmal hier aufgebaut worden, sondern die stehen schon wesentlich länger hier. Die haben wir 2014 sind hier hingekommen zur Erinnerung 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs, des Großen Krieges, wie es hier im Westen hieß. Und das sind nämlich die Waggons, die haben eine lange Geschichte hinter sich. Die sind schon eingesetzt worden in der preußischen Zeit. Also da vorne, der eine Waggon hat noch eine Achse von 1912. Und aus der Zeit stammen die auch. Und die diente 1914. Das sind die Waggons, die Sie kennen. Da steht drauf auf nach Paris. Dann sind durch den Waffenstillstand und den Versailler Vertrag diese Waggons an die Alliierten geliefert worden. Und Deutschland hat sie dann teilweise zurückgefordert hier im Westen 1942, vor allen Dingen auch von Belgien, weil mit diesen Waggons dann wiederum die jüdischen Menschen bzw. die politischen Gefangenen aus Belgien nach Deutschland und weiter auch in die Vernichtungslager deportiert worden sind. Und wer hier hinkommt, sollte immer daran denken, hier atmet man nicht nur positive Geschichte ein, sondern auch sehr, sehr böse Kapitel aus gerade der deutschen Geschichte. Ich bedanke mich bei Dr. Herbert Ruhland für dieses Treffen. Ja, vielen Dank.